Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Hitman. Und ja, heute machen wir wieder schöne Gelegenheiten. Und zwar machen wir heute mal das Corpus Delicti. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ist mir egal. So, auf jeden Fall, ich muss da vor oben hin. Ja, wie gesagt, wieder schöne, tolle Hitman-Videos. Dankeschön, ich hätte den Weg sonst nicht gefunden. So, ich muss da oben hin. Und muss da oben hin, um die Gelegenheit zu finden. Ja, Gelegenheiten werden jetzt wieder kommen. Hatte eine kleine Pause von denen gemacht, von Hitman allgemein. Nicht, weil ich scheiße finde. Weil ich keine Zeit hatte. So, egal. Wir müssen ins andere Gebäude. Schafft man, wenn der davon nicht hinguckt. Bestimmt. Holy shit. Okay, okay, okay. Alright, Sir, let's go. You did this to yourself. Alles klar. Warum bin ich jetzt feindselig? Ich gehe raus. Are you fucking kidding me? Ich wollte eigentlich nur rausgehen. Okay, warte, ich Mission neu starten. Bestätigen. Nice. Scheiße. Boah, heute läuft das nicht mit den Missionen. Ich habe gerade schon mal eine Mission versucht, die hat komplett gar nicht geklappt. Deswegen. Ja, yeah, welcome und so ein Scheiß. Deswegen, ich will hoffen, dass wir jetzt hier besser. So. Ja, Schnauze. Die Mission habe ich gerade versucht, habe ich nicht geschafft. Muss ich mir nochmal neu angucken. So, okay. So, was habe ich hier? Ah, da haben wir zwei Dudes. Hier darf ich gar nicht hin. Okay, hier darf ich nicht hin. Ich will eigentlich nur mich verkleiden als Sicherheitsbeauftragter. Dann darf ich nämlich höchstwahrscheinlich auch da hinten hin. Deswegen, ich muss einfach nur Security Guy werden. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, oder? Theoretisch nicht. Theoretisch dürfte dies ganz. Entschuldigung. Ich gehe schon wieder raus. Ja, da vorne ist noch eine Dings, ich weiß. Noch eine Gelegenheit. So, und ich habe eine Idee, wie ich da reinkomme. Und zwar sind da vorne ja zwei Dudes, die ich vorhin schon gesehen habe. Die sich ja zu mir bewegen. Ich gar nicht weiß, ob ich das geil finden soll. So. Keiner gemerkt? Gut. Hier lege ich die mal ab. Die kann ich hier so ablegen. Weil hier sind ja nicht in einem Sichtfeld von irgendjemandem. So, alles klar. Ich bin jetzt Sicherheitsbeauftragter und gehe jetzt da vorne rein. Ich will hoffen, das klappt alles. Und wenn nicht, wäre das sehr, sehr schade. So, hier komme ich easy rein. Okay, ja, von der Überwachungskamera gefilmt, ist mir egal. Genau. Ah, okay. Ups. Nein, Gelegenheit. Da. Komm, ich lass mal. Ich will das eigentlich vorlesen lassen. Oh, nein, das war das Falsche. Da. Das möchte ich verfolgen. Ja, so you
Ah, okay, da vorne ist der Dude. Jetzt. Dexy Barrett sends a message to the occupant of the Queen Suite, aka Ken Morgan. This must be the reason for Morgan's surprise visit. Sounds promising. Clearly, Barrett doesn't want her client Jordan Cross to know about Morgan's presence, so whatever business the two have, they're likely to do it in secret. I suggest you intercept that message, 47. Could be a chance to catch Morgan off guard. Okay. Eine Nachricht von Dexy Barrett für Ken Morgan. Könnte nützlich sein. So, beschaffen Sie einen Brief von Ken Morgan. Ach, er hat den Brief. Hey, I'm sorry, but I need you to leave, okay? And I need you. Wait. Warte. I need you. To. Hey, would you mind a little privacy, please? Hab nicht gehört, zum Glück. So, den nehme ich aber mit. Boah, ich dachte, das ist hören die jetzt. Warum ducken die sich auch immer? So. Leute. Was ist das? Ich kann es gar nicht anzufangen, keine. The fuck? Was soll das sein? Handtücher? Ich glaube, es sind Handtücher. Ja, das sind Handtücher, glaube ich. Egal. So, wir können jetzt hier raus und haben den Letter. Und gehen jetzt mal mit dem Letter. Okay, mit dem. Alter, die besaufen sich hier alle. Gehen wir mal mit dem Zettel nach unten. Gucken mal, was das. Ich wollte gar nicht rein. Ich war noch nicht mal auf dem Weg dahin. Es tut mir leid, wenn du denkst, du wärst ein coolerer. Doch, doch, doch. Doch, du kennst mich. Du weißt, wer ich bin. Come on, come on. Excuse me. I found this on the stairs. Queen Suite. Thank you so much, sir. I'll make sure the letter finds its rightful owner. Jo. Okay. Irgendwie haben mich auch gerade die Stimmen komisch. Ich weiß nicht warum, irgendwie so ein bisschen metallisch. Allgemein bei der Grafikkarte. Ach, bei der Grafikkarte. Bei der. Ich darf nicht reden. Lawyer and corporate fixer. Ich rede gleich weiter. Let me check. Yes, Mr. Morgan. Alter. The letter was only just delivered. Here you are, sir. Finally. Warum hört sich das jetzt so metallisch an? Hört sich scheiße an. Basement linen room. Call me when you get there. Dexy Barrett. Well done, 47. Morgan is on the move and we know exactly where he is headed. Wow. The meeting at the linen room. Welcome to the exciting world of corporate underhand dealings. I don't need a security guard to feel safe. You know, I can deal with my own problems. I'm a big boy. Welcome to the pen. Darf ich hier rein? The name is McDonald. Genau. So, ich gehe dem einfach hinterher. Ich weiß nicht, ich kann ihm jetzt, glaube ich, höchstwahrscheinlich einfach hinterher gehen. Ich hätte ihn jetzt auch schon töten können. Ich hätte ihn auch schon in 3 Monaten töten können. Entschuldigung, ich muss mal lang. Großer Unfall. Ach, Entschuldigung, ich bin falsch im Weg gelaufen. Mister, who are you? Hello? Can you believe this prick? Is he a friend of yours? Einmal betreten. Fuck. Scheiße. Okay, wir wissen aber, wo der hin will. Okay, der wartet sowieso, alles klar, gut. Muss ich den gleich einfach nur eben ablenken. Das ist ja easy. Hoffe ich. Glaube ich zumindest. So, da unten sind die jetzt alle am gucken. Die haben es jetzt aufgegeben.
Kann ich hier mal durchgucken? Nein. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Ach, da kann ich rein. Negotiations are best done on equal terms, if you think that's best, sir. Who's there? Hey, watch. I can hear you. Sorry, I didn't see it was you, sir. Ich geh raus. You. Okay, stand still, buddy. Okay. They'll follow me, okay? Yep. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich rausgehen soll. Dies wusste ich nicht. That's fine, mister. Just go ahead. Ja. And we're all clear, sir. Dankeschön. Enjoy the rest of your day. Ebenso. Ich gehe jetzt weg. Ich kann da nicht lang gehen. Hier kommt jetzt jemand rein. Warum ist sie noch da? Warum darf die noch da sein? Wow, sehe mich nicht. Moment, eben speichern. Speichern. Yeah. Okay. Das war eigentlich schon relativ alles, was man machen musste. Denke ich. Tötest du den jetzt oder so? Weil der so komisch Really gesagt hat? Ich denke, da kommt keiner mehr, oder? Ich denke. Mr. Cross. No, I do not. Barrett postponed our rendezvous. She made a rather far. Okay, easy. Hilfe! What was that? What are you doing here? Keiner gehört. Moment. Und es tut mir leid. Weg damit. Target down. Now on to Jordan Cross. Gut. Hier ist ja was. Vizemanagerin. Was steht da drin? Zimmer 205. Der Notiz, bla bla. Mr. Reaper in ist völlig will völlig ungestört bleiben. Aha. Okay. Die Kündigung. So, alles klar. Das war diese Gelegenheit. In der nächsten Folge. Wow. In der nächsten Folge werden wir dann die anderen Gelegenheiten noch kennenlernen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.